Schritt 1. Man schaue in diesen Schlitz und sichte die Dicke der eingesetzten Rolle. Bei einer Dicke von K1 bis 2 cm schlagen wir stark Alarm. Wir müssen sofort die Rolle auswechseln, bevor es auf dem WC zu Schweißausbrüchen und Herzattacken kommt. Todesgefahr? Und übrigens, ihr solltet nicht unbedingt mit der Tür ins Haus fallen, um die Rolle zu prüfen. Nett anklopfen und läuft. Schritt 2. Nun gut, man nehme dann den Imbusschlüssel in der richtigen Größe, dann die mittlere Schraube rausdrehen. Schritt 3. Et voilà, unsere Vermutung hat sich bestätigt. Man freut sich richtig und ist stolz darüber, das Schlimmste gerade nochmal verhindert zu haben. Viertens. Man nehme eine oder zwei Hände, um die alte Rolle zu entfernen. Für unkreative Leute, Rolle entsorgen. Für andere Leute, aufheben zum Basteln. Für Geizige, den letzten Rest selber verbrauchen. Fünftens. Die neue Rolle sollte spätestens jetzt griffbereit sein und eingesetzt werden. Einfach draufstecken. Dabei achten, dass das Papier in Richtung WC-Besucher abläuft, damit dieser beim Vorstrecken nicht von der Toilette auf den nassen, feuchten, kalten Boden stürzt. Sowas geht gar nicht und wäre ziemlich scheiße. Da sehen wir es jetzt. Die Rolle läuft tatsächlich in WC-Richtung ab. So muss das sein. Haube wieder drauf. Schraube festdrehen. Fertig. Der Statusbalken bzw. Klopapierladebalken ist wieder voll. Ganz wichtig, am Ende 3 Minuten Hände waschen mit Seife, Aceton und Desinfektionsmittel am besten. Viel Spaß beim selber ausprobieren.